Okay, let's go. Hallo Leute. Moin. Moin. Hallöchen. Weiß einer, wo der Taxifahrer uns rausgeschmissen hat? Also, ich muss mal ganz ehrlich mal sagen, hier eine Autobahn im Niemandsland und dann hier irgendwas, aber Udo? Nee. Udo. Lol. Ja, hast ja. Hast du die Autos gezählt? Nee. So. Ja, jetzt zeig mal her, wo ist denn dein Land? Ist da unten. Da unten. Ich würde sagen, wir kaufen uns erstmal ein Auto, oder? Ja, mach mal, du hast ja Geld. Jo. Ja, mal gucken hier. Hallo? Jemand da? Ja, guck mal, am Bildschirm sitzt bestimmt einer. Ah, ja. Jo, einmal den Pickup. Danke. Oh, interessant. Schöne Bilder haben die hier. Ja. Oh, da ein Case. Bitte? Ah, danke, Fahrzeugpapiere, danke. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Draußen. Ich setz mich mal hinten rein. Okay. Nee, doch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo dein tolles Prachtland ist. Mal gucken, wo es hier lang geht. Ja, auf dem Feldweg blinkst du, oder was? Yeah. Ja. Ich hoffe, dir da hinten wird nicht schlecht, ey. Zur Not kratze ich einfach Odo an. Passt schon. Oh, bitte nicht in den Rücken. Ins Genick. Gib mal ein bisschen Gas, ne? Ja, aber pass auf, gell, ich sag's dir. Das ist ein bisschen, mal langsamer. Ich hab Angst. Ich habe damals schon beim Gumpitsch. Achtung. Ja, beim Gumpitsch. Oh, beim Gumpitsch. Das war aber knapp, ey, am Baum vorbei. Ich wollte nur mal gucken, ob die Bremsen gut sind. Ja, nicht so, hä? Auf Matsch. Nee. Oh. Was der driften kann, ey. ich glaube, das ist eine Sackgasse. Hey, wir sind auch. Da! Wie, wir sind da? Hä? Ja, wir sind da! Das kann nicht ihr Ernst sein. Also, laut Navi sind wir da! Das kann nicht ihr Ernst sein. Laut Navi sind wir da! Was denn für ein Haus hier? Gehört Udo. Das Haus überhaupt noch uns? Ja! Ja? Auf den Bildern sah das anders aus! Ja, da war wahrscheinlich so ein weißer Bungalow oder sowas gestanden. Nee. Alter, also da stand bestimmt auch ganz klein drauf Musterfoto. Nee. Alter. Hier stand eine fette Halle. Hier war, Nicht in das Haus gehen, das ist eklig. Was ist da drin? Oh, nee, der Geruch, der drückt einen ja schon raus. Oh, nee. Ich hab nur so eine alte, vergammelte... Oh, Gott, das Bad. Oh Gott, das Sofa. Ich schlaf da nicht drin, ich schlaf draußen. Oh ne. Ich glaube auch. Ich stelle mir irgendwo eine Hängematte hin, ey. Auf den Bildern sah das wirklich anders aus. Alter, das ist... Alter, auf dem Herd kannst du nicht mehr kochen. Oh ne. Hier ist eine Toilette. Hä? Ja, wenigstens. Oh ne. Kann man die benutzen? Oh, ey. Oh. Mach wieder zu, das stinkt. Mach zu. Boah, da waren noch Fliegen, ey. Ja, boah, das sieht da drin aus wie Gülle, ey. Oh. Alter, hätte ich das gewusst, dann wäre ich nicht hierher gekommen. Nee, ich schon nicht. Ich hätte niemals gekauft, ey. Oh. Da war es auf der Weichen besser. Wenn dich einmal auf andere verlässt, dann bist du verlassen, das sage ich dir. Ja.
Immerhin ein Feld haben wir. Oh nee. Ein Feld? Ein Schlachtfeld. Ja komm, ja. Die Challenge nicht so an. Ja komm, hey, du versprichst uns hier, oh ja, super toll. Ja, ist auch super dann, toll. Ja, was super, ist hier mal toll? Offen, geil. Das ist Katastrophe, ist es. Wir haben Platz wie sonst was. Hier ja, in Steine. In Walchen hatte ich wenigstens ein Haus, wo ich rein konnte. Können wir eins bauen lassen. Hast du Geld? Ja. Ja, dann holen wir einen Bagger und dann reißen wir die Hütte hier ab. Können wir machen. Also, weil... Also, generell mal ein paar Maschinen holen, wa? Das wäre eine gute Idee. Also auf jeden Fall ein Bagger, um das Ding hier abzureißen. Und ja, und dahinter am besten noch die Bäume abreißen und dann ein fettes Haus hier hinpflanzen. Und die Schüssel, die reißen wir auch ab, die Kloschüssel. Ja, bitte. Ja, wir können ja auch erstmal gucken, wo wir... Ach, guck mal, wir haben ja Stein und alles. Stein auf Stein beim Haus, Maurern. Ja. Komm rein. Leo, steig ein. Machen wir wieder zum Händler rüber, wa? Bist ja, du, Leo? Auf jeden Fall einen Backer brauche ich hier, ey. Muss ich mich gleich mal austoben. Oh. Halt dich fest. Mir wird schlecht. Die Haltegriffe gibt's nicht umsonst. Jürgen! Immer wenn ich Angst habe, dann rufe ich hier komische Namen. Ja, einen Bagger brauchen wir. Ein paar Fahrzeuge, wa? Ja, ein Traktor. Irgendwas zum Pflügen. Was für eine PS-Klasse denn? Du hast das Geld. Aber guck halt, wir müssen halt alles neu kaufen. Wir haben ja nichts. Ich kann aber beraten. Bin ja nicht das umsonst stimmt. Händler geworden. Stimmt. Da geben wir mal Gas. Oh, bitte nicht. Also einen mittelgroßen Pflug? Mhm. Vielleicht so ein Lämpchen? Weißt du, kann man das essen? Lämpchen? Ja. Das Ding. Kenn ich nicht. Drück schon mal auf die Bremse. Das ist eingebracht. Ja. Genau, perfekt hier. Oh. Guck dir das an hier. Hier unten da. Die Bilder. Auch nicht. Ups. Was geht denn da? Ups. Ui. Ich würde gerne wissen. Kann einer Englisch? Ja, das hier sagt. Ja. Ja. Dass es alle Bäume tötet. Was tötet alle Bäume? Das linke macht alle Bäume kaputt und das rechte macht alle Steine kaputt. Von der ganzen. Vom ganzen Niemandsland. Interessant. Okay. Keine Ahnung. Alter, was für Gestrüpp hier auch wächst, ey. Unglaublich. Mindestens ist das hier ein Geldautomat. Ja, heb mal ein bisschen was ab. du kannst ja vielleicht schon mal reingehen, Leo, und ein bisschen was ordern. Jo. Wollen wir den Lampen? Ja, ich brauche erstmal einen Bagger. Und einen Tieflader bräuchte man wahrscheinlich auch. Ja. Gucken wir mal, wa? Oh, uns die so anbietet. Oh. Den Excavator, das ist ein Bagger. Den das können wir nehmen. Excavator. Ja, ist das gleiche. Nee, das heißt nämlich Bagger auf Englisch. Ja, passt schon. Bin kein Englisch-Profi. Hat mal einer 2 Euro? Ja, hier. Danke. Klicken. Ich kauf mal den Bagger, ne? Jo, ich kauf mal eine Schaufel und ein Schild. Haha. Will auch jemand Chips? Nee, danke. Nee, gerade nicht.
Flug auch noch? Ja, ich kauf den Lemken, oder? Hat nochmal eine 2 ja. Euro. Was für ein. Normalerweise ist ich ja so viel, ne? Aber hier. Danke. Klick, kling. Wollen wir uns mal eine Kettensäge. Wollen wir uns ein Fendt, ein John Deere, das sind so. Guck John mal. Deere wäre ein bisschen günstiger. Guck mal. Die haben hier sogar Rockstar. Alter. Haben die denn alles so? Wie meinst du? Trinken? Fahrzeugen. So, wir haben jetzt einen John Deere. Mhm. 8R. Ach, gleich die große. Ey, pass auf, wir haben nicht so viel Geld. Ja, das passt schon. Dann haben wir einen ordentlichen Träger, der ordentlich was kann. Ja, aber es reicht nicht, wenn wir nur einen Träger haben, gell? Ja, das. Ich nehme mal den Bagger. Was wir denn hier sind? Was brauchen wir denn noch? Eine Seemaschine. Der läuft sogar direkt hier. Was holen wir denn als Seemaschine? Eine Porsche Pronto, oder? 9 DC, ja, würde ich auch sagen. Werde ich kaufen sie. Ups, jetzt habe ich das Licht angemacht. Ups. Boss. Aha. Am besten noch irgendwie. Hast du schon eine Kettensäge gekauft für uns drei? Ja, ein Stiel. Ist halt so die Frage. Verkaufen wir das Holz oder machen wir daraus noch Backschnitzel? Aber nee, Forstmaschinen würde ich nicht kaufen, sondern nur Leinen. Mhm. Aber ich glaube, das würde reichen, wenn wir das auf den Timber Runner von Fliege packen würden. Dafür bräuchten wir aber irgendwas, um raufzuheben. Vielleicht für den John Deere. Ah, da ist jetzt kein. Dann brauchen wir irgendeinen Frontlader. Ein Träger mit einem Frontlader. Was hast du? Ein 6R? Wir haben 8R an John Deere jetzt. Ein 6R. Oder ein 700er Fendt. Uiuiui. Haha. Ein 700er Fendt. Er fährt schon mit dem Bagger los. Hä? Wir holen ihn sowieso ein. Ja. Mittelgroße Traktoren der 700er Fendt, ne? Oder wir kaufen uns einen kleinen Radlader von Klaas. Na, nee, ich würde eher erstmal nur. Ich würde den 7R. Nee, den 724er Fendt. Mit Frontladeranbau. Und am besten noch ein Gewicht für hinten dran. Ja, und dann noch Frontlader halt. Kaufst du dir das Gewicht? Ich mach, bestell mal hier einen Frontlader. Miete mal hier so einen Anhänger für Holz. Ja, mieten, ja, brauchen wir ja nicht so. Mieten würde ich gar nicht, das kostet nur mehr Geld. Kaufen. Mieten wir. Kräutergabel, ne? Ja, fürs Holz. Ich hab mal so einen Anhänger und so. Oh! Oi. Was denn, Jungs? Habt ihr Angst gekriegt da ja? Nee, wir waren gerade am Kaufen und dann kommt zum Bagger von hinten. Ja. Ordentliches Gerät hier. Ich hab den Anhänger und den Dolly mal gemietet, den brauchen wir ja nicht so oft. Aber noch einen Träger brauchen wir. Wir brauchen auch was, wo wir denn hier mitnehmen können, gell? Den fährst du so hin. Den fährst so hin. Gas, fahr schon los. So geht es. Seemaschine, dann brauchen wir noch. Ah, Moment mal. Ich hätte eine Idee, wie wir den Typ mal mitträgen. Moment. Eine Idee. Wir brauchen auf jeden Fall einen Anhänger. Ich hab einen Anhänger gekauft. Ja? Gut. Ein Drescher auf jeden Fall. Ich guck mal nach einem ordentlichen Drescher. Ja, aber nicht so teuer, wir haben doch kein Geld.
Oh, ist das hier für den Dinger hier? Jo. Oh, aber nicht mit dem Kübel, ey. Moment. Ja, ich fahr wieder rein. Der geht halt nicht so schnell hier. Und da hinten ist unser Drescher. Wo? Oh. Da hinten steht er. Ah. Oh ja. Das ist ein schönes Ding. Wollen wir erstmal runterfahren und dann gucken, was wir noch so brauchen. Ja, ich würde mal gucken, dass ich den Dinger hier verlad. Guck mal, Christina hinten drauf. Probieren. Moment, bleib stehen. Hoffentlich passt das. Alles gut? Nee, 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 nein, nein, nein. Ah, die Ketten, das geht schon. Nein. Ja, dann mache ich mich halt auch auf den Weg. Nee, passt drauf. Muss ein bisschen richtig positionieren. Ach so, das meinst du? Ich dachte, es passt überhaupt nicht. Richtig positionierst, passt vielleicht. Ja, vielleicht. Kannst du nicht die Dinger runter machen? Ich hier halt meine Runden mit dem Backerchen. Ja, so. Guck mal. Weiß noch nicht, ob die Dinger da im Weg sind. Hau die weg! Ich gebe Gas, aber. Nee, geht nicht. Komm mal von der Seite drauf. Jo, ich probier. Oh Mann, ey, die ganzen Hebel. Ah, ja. Oh. Kommst du damit klar? Ja, zickt ein bisschen. Ah, jetzt. Ah, jetzt, okay, jetzt geht's wieder. Puh. So, passt so, oder? Ja. Muss sagen, so? Ja, passt schon. Komm schon hin. Halt fest. Oh. Oh Gott, oh Gott. Aber lass mich raus. Bleib hinten drin. Nein, ich kann da noch was mitnehmen. Achso, ja. Hol den John Deere da hinten. Mach Spanngurte dran. Ja, ja. Oh, das Riesending soll ich fahren. War das nicht der Dinger mit dem der andere? Das war doch der mit dem. Oh, warte mal. Seid ihr noch im Funk? Hallo? Jo. Aber irgendwie der fährt ein bisschen langsam, da stimmt irgendwas nicht. Leute. Jo. Der komische John Deere, der fährt nur 12. Hau mal die Kabel hinten dran. Ja, habe ich gerade gemacht, ging nicht. Kannst du keine Kabel dran machen? So, warte mal. Geht keine Kabel. Geht nicht. Ah. Hä. Der Teil war unten. So, oh. Oh, du. Jo. Nimmst mich mit? Jo.
Oder ich nehme dich mit. Den hier lassen, ne? Hinten der Teil, ja. Na, andere. Das ist ein anderer Typ. Der hatte irgendwelche Probleme. Ich habe ihn nur im Funk gehört. So. Da ist er. Leute! Jo! Sind die schon weg? Naja, gut, dann mache ich mich mal hier in den Bagger. Werde mal das schöne Haus hier abreißen. Und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, was wir hier machen, dann schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.